persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich bei Claudia Lesser. Persönlich bei Claudia Lesser. Herzlich willkommen. Schön sind Sie wieder dabei. Heute einmal mit einer ganz bunten und spannenden Persönlichkeit. Er hat mittlerweile über 70 Fernsehfilme und Kinofilme gedreht. Und das, obwohl er ursprünglich, glaube ich, auch mal davon geträumt hat, Fußballer zu werden. Er ist ein bunter Vogel, aber wer er ganz genau ist, das lassen wir uns jetzt schnell an. Der sieht speziell aus. Der ist ja eigentlich auch noch hübsch. Er hat sehr ausdrucksstarke Augen. Und hat eine gute Ausstrahlung. Aber ist ein Herziger. Er hat sonst immer noch so Kappen, die so hinuntergehen und so. Er wirkt intellektuell. Ist das so ein Glanz- und Gloria-Typ? Ja, ich glaube, er wohnt in Berlin auch. Party-Szene. Werbung. Vom Film. Schauspieler. Irgend so Schweizer Film, ja. Ist möglich. Moll. Hat er schon Toto mitgespielt? Also ich denke, er kann in viele Rollen schlüpfen. Ist ein sehr guter Charakter. Schauspieler. Gute Mimik und Gestik. Also, er spielt wirklich genial, den Bösewicht, muss ich sagen. Ja. Und James Bond mitgespielt. Ist er auch noch voll Taubmann? Ja, es ist ein Anatol Taubmann. Schön, bist du da. Ich finde es immer wieder verblüffend, was die Leute alles wissen auf der Straße über die Personen, die man hier zu Gast hat. Geht es dir auch so? Also, du siehst, ich lache. Es hätte schlimmer können sein. Ja. Der ist sehr sympathisch. Ja. Du und das geht ja um die schlussendlich die Leute. Also so, das sind die, die du willst berühren, oder? Auch mit deiner Kunst, die du tagtäglich praktizieren am Ende des Tages. Die schauen meine Filme oder ja. Hoffentlich schauen meine Filme oder bei denen, die ich mitmache. Ja. Du bist endlich mal wieder in der Schweiz. Also bist ja das öfters, aber für uns jetzt in die Schweiz gekommen. Lebst im Moment in Berlin, hast einen britischen Pass. Wie gerne kommst du wieder heim in die Schweiz? Mittlerweile sehr, sehr gerne. Ja. Ich könnte noch nicht in der Schweiz leben. Das ist mit der Schweiz persönlich noch etwas zu eng. Ich bin aber auf dem besten Weg dazu. Also das hat, glaube ich, wenig mit der Schweiz zu tun, so, sondern mehr mit mir. Ich werde aber früher oder später wird mein Hauptwohnsitz wieder in der Schweiz sein. Das ist jetzt eher noch langfristig gedacht. Ja. Aber ich komme mehr und mehr gerne zurück in die Schweiz. Was muss denn bei dir passieren, dass du wieder gern oder dass du dir vorstellen kannst, deinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz zu verlagern? Du, Ruhe und innerer Frieden. Und da bin ich auf dieser Straße bin ich jetzt. Also das ist nicht nur eine Straße, das ist, sage ich jetzt mal auf Englisch, ein Four-Way Freeway. Und auf dem Weg bin ich jetzt mit da drin. Und das wird dann irgendwann der Four-Way Freeway, also die vierspurige Autobahn, wird mittlerweile dann irgendwann einmal vielleicht ein enges Gässli. Aber bei dem engen Gässli ist dann hindurch ein schöner Park oder mit einem See. Genau, und ich bin jetzt noch auf dem, ja, vielleicht ist es jetzt nicht mehr vierspurige Autobahn. Aber es ist auch breit, die Straße. Es ist noch sehr breit, ja. Zweispurig auf jeden Fall. Ja. Über diesen Weg müssen wir unbedingt noch reden. Es nimmt mich ein Wunder, was für dich Heimat bedeutet. Du bist ja einer, der sehr viel immer herumgereist ist, von klein weg, die ersten 5 Jahre natürlich auch. Jetzt in deiner Berufung, die du hast, natürlich ebenfalls. Wann hast du das Gefühl, ist Heimat für dich Heimat? Glaub, Heimat ist, finde ich, ist individuell definierbar. Und meine Heimat, die ist bei mir, oder die suche ich zu, das ist meine Heimat, weil ich nicht wirklich verwurzelt bin in der Schweiz. Zu Hause ist Berlin. Da wohnen meine Kinder. Das ist Punkt. Und Heimat, ich bin schon in der Welt daheim, bei den Menschen daheim. Egal welche Religion, egal welcher Kontinent, welches Geschlecht. Aber das geht auch nur, sich in der Welt daheim zu fühlen, wenn man von der Kindheit her kein Heimatgefühl bekommen hat, wenn man bei sich selber daheim ist.
Und eben diese Reise habe ich angefangen. Das geht mir wunderbar. Mehr und mehr besser. Also, das geht mir hervorragend. Ja. Über die Reise reden wir natürlich auch noch. Ja. Zuerst müssen wir über Akte Grüning reden. Wir haben das grosse Glück, dass du mal wieder einen Schweizer Film spielst. Auf verschiedenen vielen anderen Engagements, die du hast. Ein Film, der ein Stück weit Schweizer Geschichte ist. Es geht um den Paul Grüninger, den Hauptmöw aus St. Gallen, der 1938 bis 1939 2000 Flüchtlinge in die Schweiz geholt hat. Und dadurch hat sehr viel Leben können reden, nämlich insgesamt 2000. Du spielst seit nicht Dreifuss. Ein ganz spezieller Typ. Er war nämlich ebenfalls Flüchtlingshelfer gewesen damals, Büroleiter von der israelischen Flüchtlingshilfe. Genau, also ist so muss man sagen, genau. Ja, Tatschmeister von der israelitischen Flüchtlingshilfe in der Schweiz gewesen. Ein sehr verantwortungsvoller Posten und wahnsinnig unter Druck von verschiedenen Seiten. Er ist sehr unter Druck gestanden. Ja. Was war deine Motivation, da mitzumachen? Hat es etwas mit deinen jüdischen Wurzeln selber zu tun? Das ist eigentlich immer sekundär. Mhm. Oder tertiär. Oder ist, hat überhaupt keinen Einfluss. Sondern die Motivation war, es war ein gutes Drehbuch. Eine Geschichte, die ich nicht gekannt habe. Die erste Motivation ist immer, berührt mich diese Geschichte. Die Geschichte wird bei Drehbüchern, ob das ein Fernsehfilm oder ein Kinofilm ist, wird ihre Geschichte geben, die ungefähr 120 Seiten geht. Das ist so ein Drehbuch. Und die hat mich von der ersten Seite an nicht mehr losgelassen. Und am Schluss ist mir der Atem gestockt. Und ich habe gesagt, wow. Und habe es dann nochmal durchgelesen. Und habe gesagt, da möchte ich mitmachen. Also das erste Mal lese ich das Buch durch, berührt es mich. Was muss denn passieren, dass dich berührt? Du, das bin ich so wie jeder andere, wie du sicher auch, Claudia. Es sind einfach so archaische Gefühle. Mhm. Ne? So hat man ein Mitgefühl, kann man sich in die Figuren hineinversetzen, kann man sich in die Zeit hineinversetzen, spürt man den Schmerz, die Trauer, die Freude, die Glückseligkeit. Das sind so archaische Gefühle, die da in mir hervorgerufen werden. Und das war bei diesem Drehbuch. Und dann habe ich es das zweite Mal gelesen, auf den Sidney Dreyfuss hin. Und ich habe natürlich die Geschichte auch nicht gekannt. Ich habe die Zeit damals in der Schweiz nicht gekannt, da Mitte 30er Jahre, Ende 30er Jahre. Das hat mich dann auch sehr fasziniert. Und dann ist natürlich dann auch noch irgendwie unterbewusst sicher auch das jüdische Blut hat bei mir auch noch mitgeschwommen, weil meine Großeltern, die sind alle umgekommen. Eben, du hast ganz einen persönlichen Bezug eigentlich zu dieser Geschichte, wenn die Zeit für dein Leben jetzt nicht zwingend relevant war. Aber deine Mutter war jüdische Wienerin, dein Vater hat auch müssen fliehen, damals im Zweiten Weltkrieg. Von deinen Großeltern sind 3 im Holocaust umgekommen. Ist das bei dir in der Kindheit mal Thema gewesen? Nein. Haben wir mal darüber geredet? Oder hast du mit deiner Mutter mal darüber geredet? Nein, weil ich halt im anderen Heim aufgewachsen bin als bei meinen Eltern. Und von dem her hatte ich andere Sorgen gehabt, und meine Eltern hatten auch andere Sorgen gehabt, als jetzt über die Vergangenheit zu reden. Wenn ich jetzt im Nachhinein darüber reflektierend, haben die aber auch nicht gern darüber geredet. Deine Mutter war auch nicht sehr versöhnlich mit dem Thema. Nein, oder? Gar nicht. Sie hat das nicht geschafft. Sie ein Leben lang nicht, oder? Also meine Mutter lebt noch, ist aber leider also Alzheimer-Krankheit, kommt Gott sei Dank jetzt für sie nicht mehr viel mit über. Hat aber nie können Frieden damit machen. Es ist aber, um ein Heimatgefühl in sich selber zu spüren, da kannst du noch so verwurzelt sein, in Utzwil oder in Seuzach oder so. Oder irgendwie kann man noch so verwurzelt sein auf der Welt. Heimat, um noch auf deine erste Frage zurückzukommen, passiert das erste Mal bei dir selber. Und dann muss man schon Frieden machen mit vielen Sachen. Es gibt ja auch so die Transgenerationsgepäck, das du mitbekommst. Das hat meine Mutter nie geschafft, Frieden zu machen. Von meinem Vater weiß ich es leider nicht. Er ist gestorben, als ich 10 Jahre alt war. Und ich habe zu wenig von ihm mitbekommen. Der Sidney Dreyfuss ist eine Figur, die gibt es. Oder hat es real, muss man sagen. Das war der Vater von der Ruth Dreyfuss. Ja. Und du hast oft schon betont, dass es ganz eine andere Verantwortung ist, wenn die Figur spielen muss, die sie der Realität gegeben hat. Ja. Oder? Ja, man hat da einfach man hat mehr Baupläne, sozusagen. Wenn man eine fiktive Rolle spielt, dann hat man, also als Schauspieler sehe ich mich oft oder eigentlich immer so für mich selber als Architekt. Ich sehe eine Rolle, die
ist auf einem Drehbuch und die versuche ich dann zu bewohnen. Ich muss also praktisch ein Haus kreieren. Und für das Haus gibt es verschiedene Baupläne. Ein Bauplan ist das Drehbuch, ein zweites Bauplan sind... Genau, so. Das ist ein Bauplan ist das Drehbuch. Und die anderen Baupläne, die sind natürlich mehr bei einer Figur, die es wirklich mal gegeben hat, bei einer Rolle, bei einer Person, die es wirklich mal gegeben hat, sind die Baupläne natürlich noch mehr. Hast du noch mehr Baupläne, weil du kannst mehr über die Person lesen. Und in meinem Fall, was ein grosses Geschenk war, habe ich mich auch noch mit der Ruth Dreyfus und mit dem Jean-Jacques Dreyfus, ihrem 4 Jahre älteren Bruder, können treffen. Dann hast du noch mehr Baupläne. Mhm. Macht es aber auch nicht einfacher, nee, genau. Oder? Also ja. Was macht man dann nach so einem Gespräch mit all diesen Informationen? Wichtig war für mich noch zu merken, nach dem Gespräch mit der Ruth Dreyfus, es ist kein Sidney Dreyfus-Film, sondern der Film heisst «Akte Grüninger» und geht hauptsächlich über den Paul Grüninger. Und da musste ich dann auch mehr das Buch spielen, Geschichte spielen, als jetzt irgendwie... Also ich musste beim Sidney Dreyfus gewisse Abstriche machen, gewisse Facetten und ich kann ihn müssen vereinfachen. Und kann ihn nicht können so zeigen, spielen, wie ich es vielleicht gerne hätte wollen, weil ich bin als Schauspieler schlussendlich an ein Drehbuch gebunden. Mhm. Ja. Und als ich dann mal nach dem Gespräch mit der Ruth Dreyfus und mit dem Jean-Jacques Dreyfus das Problem habe können ablegen, also sagen, okay, Moment, ich spiel zwar den Sidney Dreyfus, es ist aber kein Sidney Dreyfus-Film. Mhm. Wo ich diesen Rang mal geschafft habe für mich. Und doch, Moment, das Drehbuch ist meine Vorlage. So, das war dann für mich ein grosser Schritt. Gewesen. Oder ist dann vereinfacht worden, die Reise. Für mich. Den Sidney Dreyfus ja. zu finden. Ja. Da wollen wir den Sidney Dreyfus auch mal anschauen. Wir haben einen Ausschnitt aus Akte Grüninger für Sidney Dreyfus vorbereitet. Es ist alles in Ordnung. Ach, endlich. Jetzt sind wir dran. Was ist mir passiert? Ich habe mit dem Kehl geredet. Lass mich noch machen. Bleib wieder kommen. Na, da hoffe ich, dass Augen im Kopf hat. Was? Du hast mir gerade aus den Worten gesagt. Ich hoffe, dass er es im Bericht gar nicht erst schreibt. Ich hoffe, du weißt, was du machst. Gegen sie gibt es Anschuldigungen. Normalerweise wollen die Leute wissen, was für dich. Zumindest, wenn sie nichts zu verbergen haben. Ja, entschuldigen Sie. Zuerst kommen Sie hierher und laden alle Flüchtlinge vor und jetzt beschuldigen Sie... Letzte Woche sind 2 Männer verhaftet worden. Interessanterweise stehen die unter Ihrem Kommando. Dudler und Zweifel. Ja? Wer davon gehört? Sind nicht zufällig auch noch in der gleichen Partei. Wie die FDP. Ja. Die Versuchung war für die beiden zu gross, sich nicht am Elend von anderen zu bereichern. An wem soll man sich da bereichern? Sogar wie man will. Vielleicht haben sie den Deutschen auch nur einen Gefallen machen wollen. Und ihnen ein paar Juden abnehmen. Wenn sie sagen, sie sind Nazi. Sind sie einer? Akte Grüninger, also der Sidney Dreyfus, ist das gewesen, hat eigentlich die Ruth Dreyfus mal ein Feedback gegeben auf dein Acting? Sehr, sehr. Also wir sind auch, weil sie hat ihren Vater geliebt. Der Vater war ein ganz toller Papa, ein ganz liebevoller. Und sie hat im Interview gesagt, es ist im Anatol gelungen, weitgehendst in die Haut ihres Vaters zu schlüpfen. Sie war richtig sehr glücklich damit. Die hätte es schon noch gern gehabt, dass das Drehbuch an gewissen Seiten noch ein bisschen angepasst worden wäre. Dass man im Sidney Dreyfus gerechter worden wäre, seiner Figur. Das ist natürlich aber auch schwierig, der eigene Vater. Aber wir sind da sehr eng befreundet worden durch die dass ich ihren Vater können spielen und sind auch jetzt noch im Kontakt und es ist eine hochspannende, faszinierende Person. Aber sie findet den Film sehr gelungen und hat sehr, sehr berührt und findet eben auch, dass man ihrem Vater gerecht den Umständen entsprechend gerecht worden ist. Ja.
Ihr habt euch ja auch viel Kritik müssen anhören für die Akte Grüninger. Ob es jetzt die Weltwoche war oder so, gefunden, da hat man Fakten verdreht. Wie bist du mit dem Thema umgegangen? Also, man muss dazu sagen, die einzige Kritik ist von der Weltwoche gekommen. Ja. Und die finde ich dilettantisch, unsorgfältig und unprofessionell recherchiert worden. Er ist ja dann auch schwer auseinandergenommen worden, der Rico Brandle im Tele Zürich. Zum Glück, ja. Ja, habe ich mir angenommen. Und Kritik. Es ist sicher wichtig. Ich finde es wichtig, wenn es. Ich finde sie. Also ich bin, würde ich sogar sagen, von mir selber ein sehr kritikfähiger Mensch. Sie muss halt konstruktiv sein, Kritik. Und sie muss gerechtfertigt auch sein. Ja, und sie muss auch gut recherchiert sein. Also, so. Dann finde ich Kritik essentiell. Für alles. Kritik fängt aber auch erst an auf ein bestehendes Produkt, jetzt gerade bei einem Film. Also sind böse gesagt, wie Aasgeier. Man hat das Produkt schon, den Film, und dann kommen Kritiker und den Bäcker. Ne, so. Und es hat mich jetzt, da bin ich aber Gott sei Dank auch nur Schauspieler, das hat natürlich Produzenten und vor allem dann der auch der Regisseur mehr berührt. Als jetzt mich als Schauspieler. Man muss dazu auch sagen, wenn man einen Film abdreht, dann dauert es mass o meno ungefähr ein Jahr, bis der ins Kino kommt. Dann bin ich aber schon an einem ganz anderen Ort, sowohl in meinem Leben und hat dann einfach emotional auch, oder? Das ist schon drei, vier andere Geschichten auch schon wieder mittlerweile abgeschlossen. Also ich finde Kritik wichtig, aber sehr wichtig, aber sie muss halt konstruktiv sein. Und auch fundiert sein. Und das ist im Fall von der Weltwoche nicht gewesen. Was hast du für dich aus Akte Grüninger mitgenommen? Die Schweiz. Also ich habe die Schweiz in dieser Zeit. Ich habe noch einen näheren Bezug zu der Schweiz bekommen. Wäre dringend notwendig gewesen, würde ich sagen. Und bin noch schweizerischer geworden. In meinen null schweizerischen Wurzeln. Ja, es hat mich noch näher zum Land angebracht. Und natürlich, es war auch eine gratis Geschichtsstunde, über eine Zeit, die ich nicht gewusst habe. Ja. Deine Schauspielkarriere ist beeindruckend. Du kannst bereits schon seit 1998 vom Schauspiel leben. Wenn ich die Schweizer Schauspieler höre, muss ich sagen, ist das etwas, was ganz wenig in der Schweiz arbeiten? Ja. Du hast dir das hart erarbeitet. Du sagst immer, du hast ein Schritt nach dem anderen genommen. Nicht unbedingt den Lift gerade. Du hast deine Hausaufgabe gut gemacht, Claudia. Ja. Ist das ein Teil von deinem Erfolg? Dass es du eben vielleicht Step by Step gemacht hast und es dann immer wieder zu einer weiteren Karriere ist? Ich glaube, man darf. Also. Ja. Ich muss ja nicht jede Frage lang beantworten, aber ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Dass man darf einfach nie vergessen, von wo man herkommt. Talent haben Tausende, Millionen haben Talent. Aber auf den Durchhaltewillen kommt es drauf an. Also ich glaube, wenn man einmal sagt... Im Sport, ja. Ich glaube, gerade Sport und Kunst, wenn man da einmal sagt, ich will das machen, und die Entscheidung ist bei mir mit 16, 17 ist die gefallen, so ein bewusster Gedanke gewesen, dann muss man auch wie so ein Pitbull-Terrier beißt man dazu und braucht einen Biss und also nimmt auch alle Opfer und Rückschläge entgegen und versucht sich sein eigenes Kind zu bewahren und versucht sich sein eigenes Kind in sich zu bewahren und muss aber auch eine dicke Elefantenhaut haben, um Rückschläge können zu verkraften, absagen und so. Und ich glaube, weil bei mir Karriere ein Treppengang gegangen ist, das, also, aus der Schweiz raus, das war nicht einfach gewesen, damals in der Jugend. Dann Schauspielschule, das war ein erstes Highlight gewesen, weil es doch eine der besten Schulen weltweit ist, oder zumindest in Amerika. Dann hatte ich noch ein grosses Glück gehabt, dass ich damals auch. Man sieht es mir nicht mehr an, Claudia. Aber damals, du hast gemodelt? Ja, weißt du, wenn... Im 93? Du, wem passiert das, dass er in New York auf der Straße angesprochen wird? Weißt du, wie viele Models träumen davon? Ja. Dass irgendwann so eine Scouterin kommt und sagt, hey, dein Gesicht brauchen wir. Und dann noch mit der Anna Nicole Smith im ersten Shooting. Genau. Ja, nein, das ist natürlich aber auch gerade eine gute Zeit gewesen. Das ist, Kate Moss ist damals im 93 im Frühling entdeckt worden. Und die hat ja die Modewelt oder ihren Look hat ihre Modewelt revolutioniert. Von Grund auf. Und dann ist also einfach plötzlich nicht mehr der
you know, den Topmodel Beauty Look, sondern halt mehr so ein bisschen, nicht den Strassenlook, aber so ein bisschen normal einfach ausgesehen, nicht irgendwie so lächerlich wunderschön, ne? Sondern einfach normal Charaktergesicht. Und ich, und das ist dann auf die Männer übergeschwappt und dann im Herbst 93. Und so bin ich, es war gerade ein gutes Timing, dass ich da um diese Uhrzeit den Broadway runtergelaufen bin. Fügig, könnte man sagen, und oder? Und da eine Frau zu mir kam. Und ich weiß, werde ich nie vergessen, sie hat dann so gesagt, excuse, ich sag's mal auf Amerikanisch, sie sagt so, excuse me to bother you, are you a model? Also, Entschuldigung, dass ich sie störe, bist du ein Modell? Excuse me. Do you want to earn some money? Da hast du gesagt, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ich sagte, interesting, ja. Also, as long as it's not porn, also solange es nicht Porno ist, lasse ich dir jetzt gerne weiter zu. Und dann ist das super schnell gegangen. Und man lernt natürlich auch das Business, also ich habe vor allem das Business kennengelernt, weil wenn man in einer Schauspielschule ist, ist man schon unter so einer Goldhaube, unter so einer Käseglocke. Kann nicht mal Schweizerdeutsch reden. Unter einer Käseglocke. Und das hat nichts mit der Realität zu tun. Und die Modewelt ist dann halt, da wird man ja wirklich reduziert aufs Aussehen. Mhm. Und das ist dann, du, es ist knallhart Business. Und dass ich das können sofort kennenlernen konnte, also, dass Showbusiness nicht Show ist, sondern Business direkt aus der Schauspielschule rauskommt in so eine berufliche Modewelt hinein, wo es halt wirklich, wo man nur ums Aussehen geht, also sehr, sehr oberflächlich. Das hat mir geholfen, so den Treppengang, im Treppengang, da einfach auch. Wie lange hast du das eigentlich gemacht? 2 Jahre. Mhm. 2 Jahre, aber wahnsinnig Erfolg. Und dann ist schon der nächste Look. Dann ist mir von meinem, sag ich mal, Grunge, so Charakter aussehen, ist mir zum Heroin-Chic gekommen. Heroin-Chic. Da bin ich Gott sei Dank out gewesen. Dass da du den Look nicht verkörpert hast, weil wahrscheinlich auch nicht viele verkörpert, ist dann der out gewesen. Genau, genau. Und dann, dann ist es von dort weitergegangen. Dann, also einfach Step by Step. Dann hat ein MTV hat irgendwann mal an mich angeklopft. MTV Deutschland. Und dann bin ich von Amerika zurück auf England, dann auf Deutschland gekommen. Ja, und dann habe ich für MTV gearbeitet und dann ist es einfach immer so Step by Step weiter. Nein, nicht ein anderes Game. Bis 2008 der James-Bond-Film. Du betonst ja auch immer, das ist ein wichtiger Schritt. Sie ermöglicht dir heute, glaube ich, auch sehr vieles im Sinn von, dass du nicht musst bei den Castings. Ja. Du kannst relativ weit oben auch schon einsteigen, oder? Ja. Das ist ein grosser Punkt. Also ist es manchmal auch Fluch? Ja, es ist auch Fluch. Es ist Fluch. Und ich glaube, der Turning Point war im 98, so die erste Hauptrolle 1998. Und dann ein weiterer ganz wichtiger Turning Point war 2000, wo ich unter der Regie von Tom Hanks bei Band of Brothers auch mitmachen konnte. Und das war ja die erste grosse HBO-Serie, ein amerikanisches Privatfernsehen, die weltweit eingeschlagen hat und alle Preise gewonnen hat. Und dann habe ich in einer Episode die Episode-Hauptrolle gewonnen. Und dann gespielt. Und dann hat das war auch so ein Turning Point. Weil das hat mich so international aufgestellt gehabt. Und dann 2008 eben der James Bond. Das ist natürlich, du kannst noch so in einem Schweizer Film den Wolf spielen und machst das so wahnsinnig gut, dass die Leute meinen, wow, das ist ein Wolf. Wenn der aber nur in der Schweiz oder in Deutschland gezeigt wird, dann bringt das überhaupt nicht. Und da kannst du bei einem James Bond Film eine Tapete spielen wie ich, ne? Der Elvis, der ist nicht mehr als eine Tapete, sie zwar eine farbenfrohe, ne? Also man vergisst den nie, den Elvis, aber der Film wird halt weltweit präsentiert. Das ist natürlich schon, das ist damals überwältigend gewesen und hat mir einen ganz wichtigen Schritt in meiner Karriere gewesen. Aber ein Fluch wie auch ein Segen, viel mehr ein Segen als ein Fluch. Ja. Du hast es vorher angedeutet, mit 16 ist das Thema Schauspielerei aufgekommen. Du hast damals, du hast auch schon betont, Interesse, dass du gesagt hast, das Schauspieler hast du mitunter entdeckt, wie gemerkt, dass Leute lachen. Und das gibt ja irgendwo auch Anerkennung, ein Stück weit das, was wahrscheinlich aus der Familie heraus nicht gehabt hast. Hast du das damals wirklich auch so empfunden? Also ich habe sehr das, bewusst. Ja, ich habe das bewusst an einem Moment empfunden, weil ich bin halt immer, wenn du, jetzt muss ich das kurz zusammenfassen, wenn du nicht bei den Eltern aufwachst,
aufwachst, aus verschiedenen Gründen und im Heim aufwachst, oder bei, einfach nicht bei deinen Eltern, bei irgendwelchen pädagogischen Familien oder im Heim, um sich zu schützen oder die Liebe überzukommen oder die Bestätigung überzukommen von außen, weil du sie ja nicht von daheim überkommst, habe ich den Weg, sage ich mal, in die Unterhaltung. Mhm. Also ich habe einfach Leute angefangen zu unterhalten. Ich bin laut geworden, bin auffällig zum Klon geworden und so. Das haben alle ganz toll gefunden. Und ich konnte so mich schützen, weil ich ja geredet habe, da habe ich Kontrolle. Und ich habe auch so, die Leute haben mich angelacht und haben mich lustig gefunden, also so, sozusagen die Liebe bekommen. Und dann mit 16, ich habe aber irgendwie so mit 15, 16 gemerkt, die Leute nehmen mich für mich selber, so als Anatol. Die finden den Klon toll und super und willst eine gute Party machen, du, da musst du den Taubmann holen. Du hast eine super Party dort, du, der macht das alles lustig und ist alles gut. Das hat aber nicht wirklich etwas, nicht nur mit mir zu tun. Ich bin ja sonst doch ein ernstzunehmender Mensch. Mit Tiefgang, ja. So, und damals war das halt nicht so gewesen. Also hat man mich so nicht gesehen. Und dann habe ich den Kaufmann von Venedig gespielt. Von Shakespeare. Die Hauptrolle im Kaufmann von Venedig. Das ist ein 80-jähriger Jude. Der ist sehr zornig, verbittert, bös, zynisch. Ist schlecht gelaunt. Und den habe ich im Schultheater gespielt. Und anscheinend dreimal ist das aufgeführt worden, aber es hat alle sprachlos gelassen. Es sind alle zu mir gekommen und haben gesagt, Wahnsinn, das bist du gewesen. Mhm. Ah, du kannst auch ernst sein. Also, ich glaube dir die Rolle. Du, das hat mich jetzt so tief berührt, Anatol. Ah, das, ich habe gar nicht gedacht, dass du das bist. Und das ist bei mir so eine wirklich bewusste Münze. Moment schnell, die Leute glauben also dem Shylock, so heisst die Rolle. Das heisst, man nimmt den Shylock ernst, aber ich spiele den Shylock. Das heisst, man nimmt auch mich ernst, Schauspieler. So. Also es ist ein Stück weit auch ernst genommen werden gegangen für dich? Ich sage 99%. Ja. Ist denn das immer Thema in deiner Jugend? Du hast es vorhin ein bisschen angetönt. Also das war vor allem. Also das war vor allem das Thema. Ach, du, ich bin dann schon. Das ist auch in Einsiedeln passiert und in Einsiedeln hat bei mir dann auch so zum ersten Mal so eine Ernsthaftigkeit im Leben angefangen, weil es so eigentlich so meine letzte Chance war, ist Last Way Exit. Mhm. So, entweder packst du das in Einsiedeln, Anatol, oder du musst halt da, wirst dann schon zum Sozialfall. Jetzt übertrieben gesagt, mit 16, 17. Und die Chance habe ich aber wahrgenommen. Wieso hast du sie damals wahrgenommen? Also man muss vielleicht schnell aufrollen. Du hast vorher eine sehr bewegende Zeit gehabt. Du bist mit 5, du hast vorher schon gesagt, deine Eltern haben sich getrennt. Und das ist lustigerweise damals zu dieser Zeit. Ich habe es schon oft gehört, hat man dann Kinder heimgesteckt, wenn die Eltern im Sorgerecht streiten, sich nicht einigen können. Also der Leidtragende war eigentlich mehr das Kind, obwohl die Eltern wahrscheinlich gar nicht geschnallt haben, was sie da am Kind antun. Wo man wahrscheinlich auch wohlwollend zu deinen Eltern sagen. Man hat immer das Gefühl, es geht auch ein bisschen schneller. Mit 5 in ein Heim kommen, ist wahrscheinlich alles andere. Das kann man sich einfach auch nicht vorstellen, was das schlussendlich heissen tut. Ja. Magst du dich eigentlich an die Zeit von 1 bis 5 in deiner harmonischen Familie? Auch, doch. Magst du dich erinnern? Da gibt es auch ein paar wunderschöne Bilder, die ich habe und wunderschöne Erfahrungen. Ja, ganz toll. Ja. Also so die ersten 5 Jahre, die sind als Familie schön erlebt. Ja, die sind schön gewesen. Wobei man sagt, ja, die formativen Jahre von einem Kind sind zwischen 3 und 9. Mhm. Da ist alles, wo das ganze Gepäck anfängt oder wo das ist. Und wenn die Jahre in Geborgenheit und Eintracht und Liebe passieren, dann hat man schon so ein Urvertrauen in sich und so eine Urliebe oder hat so Heimatgefühl. Mhm. Das ist bei dir nicht passiert. Das war bei mir nicht. Ja. Ja. Und ich bin dann mit 5 eben das ich. Das Heimkommen? Katastrophe, das Gesetz. Das war von Kanton zu Kanton verschieden gewesen, aber damals im Kanton Zug war das der Fall. Mhm. Und dann hat sich als Gericht, Behörde, haben sich dann halt erst entschieden, als ich 9 war. Also ich war da 4 Jahre weggepackt. Und das ist brutal für ein Kind. Das versteht ja die Welt nicht. Das kann ja das alles nicht rational erfassen. So, das ist eine Katastrophe. Sehr unmenschlich. Du bist ja nachher trotzdem zurück zur Mami gekommen, mit 12. Genau, kurz. Mit 10. So 9, 10. Und dann kurz. Und dann ist mein Papa aber gestorben.
ein Jahr später. So mit 10 ist er dann gestorben. Und mit 9 bin ich zu Mami gekommen, nach 4 Jahren Sorgerechtsstreit. Und mit 10 ist mein Vater gestorben. Und meine Mutter war komplett überfordert gewesen. Mit sich war aber auch nicht einfach gewesen, als Ausländerin damals, in den 70er Jahren. Alleinerziehende Mutter. Ich sage es auf Hochdeutsch, Katastrophe. Es ist heute nicht viel einfacher, ne? Aber damals war das doch noch eine ganz andere Nummer. Und was hat denn das für dich geheißen? Du halt wieder weg. Ne? Da bin ich dann wieder aufs Bündnerland bin ich dann gekommen. Zu einer Grossfamilie sozusagen, die auch andere, sage ich mal, milieugeschädigte Kinder aufgenommen hat. Und das war ganz toll, gewesen, diese Zeit. Und darum, aus dieser Zeit aus, nehme ich noch immer meine zwei Lieblingstiere, Schaf und Kühe. Ja, stimmt. Also ich habe mein erstes verdientes Geld in meinem Leben habe mit den Schafen und den Kühen mit Heu verdient. Ah, mit Heu. Ja, ja. Und das war so ein Kleinbauernhof Gemeinschaft gewesen. Und es war grossartig. Also, sag ich mal, das war so meine erste Stabilität, gewesen, die aber auch mit Liebe getragen worden ist. Das Heim damals von 5 bis 9, das war für mich auch nicht gut. So, aber das war ganz toll gewesen, ja. Im Bündnerland. Darum liebe ich auch das Bündnerland so sehr. Kloster Einsiedeln, das ist auch dort, wo du es gepackt hast. Du hast ja vorher auch ein paar Regeln gebrochen. Ja, sehr. Oder? Also gegen viele Regeln verstoßen. vom Töffli, was war es? Töffli, Schallplatten. Also ich habe, glaube ich, jede Regel gebrochen, die ich damals konnte brechen, aber nicht aus einer Boshaftigkeit, sondern einfach, weil da keine Ruhe und keine Ordnung und keine Disziplin war in meinem Leben, die halt als Jugendlicher doch massiv wichtig ist. Das sehe ich jetzt bei meinen eigenen Kindern. Und ich habe so eben Disziplin, ich habe so ein schweres disziplinarisches Verfahren bekommen, dass ich keine öffentliche Schule mehr darf im Kanton Zürich. Ich habe mich ausgekannt. Schlichtweg eigentlich nicht. Rausgeschossen. Deckel normal. Ja. Und dann bin ich. Und Einsiedeln. Hat man ja Einsiedeln angeboten? Hast du die alte Egel hat gesagt, komm, dem geben wir noch mal eine Chance. Und das war auch ein ganz bewusster Moment, weil ich bin dort doch als Zürcher Stadtrat auf Einsiedeln kam und das erste Gespräch Jugendanwältin dabei war. Zum ersten Mal ein Patres dort, Mönche. Zum ersten Mal gesehen. Geistliche. Und ich da aus Zürich rausgekommen und dann fragt mich der eine Direktor, ob ich dann, dem ist einem das Gebiss rausgeholt, ne, während er geredet hat, der ist 80 Gebiss raufgeschoben. Und ich habe gesagt, meine Güte, was mache ich da? Und dann hat er gesagt, ja, Anatol, möchtest du dann bitte gerne zu uns in die Schule kommen? Nein. Und dann meine Mutter schaut mich nur an und schaut die Leute an und sagt, Moment schnell, und ist mit mir rausgegangen. Und dann ist sie so vis-à-vis von mir gewesen, wie du jetzt von mir. Und im Hintergrund war ein Bild gewesen, das gemalt an der Wand, mit einem Fischer, stehend auf einem Fischerboot. Und obendrauf bei dem Bild ist der Titel gestanden, die Schrift gestanden, es kommt zu denen, die es erwarten können. Und ich schaue das Bild an und schaue meine Mutter an, nochmal das Bild, und sage, alles klar, Mama. Und meine Mutter, ganz ernst, hat sie mich angeschaut. Ich bin wieder rein und bin zu dem Pater Rupert gegangen und gesagt, Sie, Pater, oder Pater Rupert heißen Sie, ich weiß nicht, was da vorne bei mir war, aber es wäre bitte, bitte, es wäre so toll, wenn ich zu Ihnen in die Schule könnte kommen. Super. Das wäre ganz toll, bitte, bitte geben Sie mir die einzige Chance. Und der hat dann gesagt, hat den Pater Cassian angeschaut und dann die Jugendanwältin, ja, dem geben wir jetzt die Chance. Probieren wir doch das einmal. Und diese Chance habe ich mir nicht gegeben. Ja. Ich habe gemerkt, das ist so der letzte Zwick oder Geisel. Ja, genau. Das war also wirklich schon 11:59 und 59 Sekunden gewesen, und eigentlich schon 99 Hundertstel. Und ich habe gesagt, dass man, und ich habe mir dann die Chance auch nicht genommen. Und man hat es auch gesehen. Ich hatte ja dort Ruhe, Ordnung und Disziplin gehabt und bin vom 3,2 Gesamtdurchschnitt schlussendlich am Matura. Von 5,2 oder so. Sexy. Und habe mich einfach auch nicht mehr verwünschen lassen. Bin aber richtig gut in der Schule geworden. Ja, und bin auch gerne in die Schule gegangen, Claudia. Ja, das war ganz toll für mich. Und das hat mir sehr wichtig gewesen. Ja, weißt du, so die zwischenmenschlichen, oder sage ich mal, so die wichtigen Grundwerte, die man braucht in einer zwischenmenschlichen Beziehung, aber auch um aussen zu bestehen, so mit Disziplin, also für meinen Beruf auch, sind wir dort nicht in die Wiege gelegt worden, aber habe ich mir dort hart erarbeitet unter dem Gottes. Das glaube ich dir. Das war aber ganz toll gewesen. Also ich habe eine sensationell gute Zeit gehabt und ich möchte sie nicht vermissen und bin ein grosser Fan von Einsiedeln. Ja.
Das hat sehr deine Persönlichkeit geprägt, bin ich überzeugt. Ja. Wir haben ja bei uns einen Menschen, einen Mentor, der Pietro Sossi ist Gesichterleser, der einmal ins Gesicht von unseren Menschen schaut und Stärken herausliest, über alle Falls davon etwas entdecken tut. Das werden wir jetzt hören. Gott! Anatole Taubman, ein ganz bekannter, weltberühmter Schweizer Schauspieler mit einer faszinierenden Aussage im Gesicht. Was ganz schnell auffällt, wenn man ihn anschaut, ist seine starke Augenbrauenbehaarung. Starke Augenbrauenbehaarung sind immer zuständig für Leidenschaft und Temperament. Wenn der Mann etwas macht, dann kann man sich darauf verlassen, dass das wirklich sehr leidenschaftlich dahinter ist. Dann, was ganz, ganz, ganz extrem ist, ist seine tiefe Augenlage. Seine Augen liegen weit, weit hinten in der Höhle. Und je weiter hinten das Auge liegt, umso stärker ist es. Er eine Persönlichkeit, die ein bisschen vorsichtig vorgeht. Es kann sogar sein, dass er ein bisschen die Neigung hat zum Misstrauen. Aber auch ganz extrem ist sein Denktempo. Wo sehe ich das Denktempo? Das Denktempo sehe ich in der Höhe, im höheren Augenstand. Der Augenstand, das ist, wo liegt die Pupille im Auge. Die liegt sehr hoch oben. Wenn er geradeaus schaut, sieht man sogar unten durch noch etwas weiss. Und das heisst Schnelldenker, Vernetzer, kann alles verstehen, schnelle Auffassungsgabe. Je höher ist bereits dann auch etwas, das ab Geburt so ist. Weil normalerweise kann man das Gesicht erst mit 21 lesen. Was dazu passt, auch bereits ab Geburt, ist sein Selbstbewusstsein. Sein Selbstbewusstsein sieht man hier im Ohr. Das Innenohr, das kommt nicht weit über das Außenohr raus. Das ist sehr ausgewogen. Es ist also nicht übertrieben. Auch ab Geburt, was im Ohr liegt. Dann gleichzeitig seine musische Fähigkeit. Das sieht man hier im Ohr, im Innenohr. Sein Innenohr ist sehr rund. Und das heisst musische Talent. Kann heissen, Musik machen, tanzen, malen, zeichnen und. Etwas Wunderbares. Ob er es möchte, ob er es nicht möchte, ob er es mal gemacht hat oder immer noch. Es ist parkiert. Und wie auch immer, was macht er daraus? Das findet dann Claudia sicher noch raus. Pietro Sossi, ich habe gesehen, du hast ganz gespannt gehört. Was trifft er jetzt dazu auf deinen Charakter? Ups, ich bin also sehr spannend. Ich finde ihn vor allem einen sehr sympathischen Typ. Er hat etwas ganz Warmes, hat ein sehr offenes Gesicht. Du siehst, ich tue jetzt gerade ein bisschen um deine Frage um Kurve um Eieren. Der hat schon ziemlich auf den Punkt getroffen. Ja. Also das mit dem schnellen Denken, das habe ich nicht gewusst. Das muss ich jetzt aber auch nicht wissen. Jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell Text lernen und dich in Rolle können. Ja, wobei, das hat etwas anderes zu mit dem Text lernen. Das ist, aber ich kann ich nachher noch, wenn es dich interessiert. Das hat etwas, aber ist auch spannend, aber es hat etwas ganz anderes zu. Aber sonst mit dem schnellen Denken, das habe ich nicht gewusst. Spannend zu hören. Misstrauisch, vorsichtig? Ja, schon, ja. Ist das ein Zug, ja, den du hast? Würde man sich bei mir nicht so merken am Anfang, weil ich so offen und extrovertiert bin und so. Aber die Chinesen sagen ja, dass es ums menschliche Herz herum 9 Wände gibt. 9 Wände. Und wahres Vertrauen, wahre Zuneigung, ob jetzt in einer Liebesbeziehung oder auch in einer Freundschaft, ist egal. Da muss man bereit sein oder offen sein, die 9 Mauern von sich aus auch zu brechen. Und dem anderen Person offen zu legen, so bis die letzte Mauer. Und die ersten paar Mauern, da kommt man schnell bei mir durch. Aber wenn es um die Essenz geht, das muss man sich, glaube ich, bei dir hart erarbeiten, oder? Ja. Was muss passieren, dass ist das bei dir nicht so? Doch. Ja, nicht einmal eine Frage, ich habe jetzt ein bisschen rhetorisch gefragt. Ja. Nein, ich kenne das auch, es ist auch immer Selbstschutz. Ist auch Selbstschutz und so. Und, was muss passieren, dass man zu dieser Essenz beim Anatole Taubman, zu der wahren Seele des Anatole Taubman vorbringt? Man muss ehrlich sein, man muss authentisch sein, man muss auf jeden Fall mit seinem Herz reden. Ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass ich einen guten Menschen kann, also jemanden gut kann einschätzen kann. Ich habe mich vielleicht früher auch schnell zu Leuten geöffnet und bin doch auch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen. Und
das prägt auch. Das prägt vor allem gerade mit meiner Kindheit. Ja, ja. Das ist so. Doppelt, tut doppelt weh. Genau. Und, ja. Also ich wüsste jetzt, es braucht vielleicht jetzt einen Moment länger als früher. Ich habe aber auch das Gefühl, je älter man wird, desto und wenn man natürlich im öffentlichen Leben steht, desto weniger Leute lässt man zu sich rein, weil man einfach auch schon beschäftigt ist und so. Aber also ich glaube, ich bin sehr per se liebe ich mal einen Menschen. So. Ich bin sehr menschenliebend, doch, und liebe Menschen. Und, Er hat noch etwas Spannendes angesprochen, dein Selbstbewusstsein. Das sehe ich sehr ausgewogen. Du betonst, dass gerade der, du hast früher mal oder vorher von dieser Autostrasse geredet, die vierspurig ist, wo du dich sehr auf den Weg, glaube ich, auch gemacht hast mit dir selber. Das Thema Selbstliebe, ich glaube, ganz ein grosses Thema im Moment ist. Ist das jetzt erst gekommen, vielleicht auch durch eine Trennung von deiner Partnerin? Oder ist das... Die Reise hat eigentlich angefangen mit der Krankheit von meiner Mutter. Also, wo zum ersten Mal aufgekommen ist, dass... Also, weißt, wenn dann... Es ist ja sowieso, je älter man wird, und dann geht ja die Reise wieder zurück. Also, seine Eltern oder Grosseltern, seine eigenen, werden dann immer mehr zu Kindern wieder. Mhm. Sie werden hilfsbedürftiger, werden schutzbedürftiger. So, und meine Mutter, wo das angefangen hat mit der Alzheimer-Krankheit, angefangen hat das wahrscheinlich schon ein paar Jahre vorne, aber wo es nicht mehr zu verbergen war für die Außenwelt. Also wo ich auch, wo die Signale und Zeichen von der Alzheimer-Krankheit, die da sicher schon vorgeschritten war, auch mir augenscheinlich waren. Da hat auch so meine Reise angefangen zu meiner eigenen Identität. Und das ist jetzt so, schon so 4 Jahre her, seit 2006. Wichtig ist halt, dass man es annimmt. Mhm. So. Aber in diesen 4 Jahren ist auch passiert, dass du dich getrennt hast. Genau, ist das wegen dem gekommen, wegen deiner Identitätssuche? Ich glaube, wenn man sich dann da... Ich weiß nicht, wegen dem, aber es ist Erfolg davon. Mhm. Also, es ist ja eine Akkumulierung von Sachen. Und wenn man da einfach dann gewisse... Wenn dann gewisse Sachen offengelegt werden oder nicht mehr zu verbergen sind, oder man will sie nicht mehr verbergen, und gab mit bewusst mit sich um. Es hat sehr viel mit bewusst Leben zu tun und bewusst mit sich umgehen. Und wenn die Dämonen und Teufel und das Gepäck einfach hinten so schwer wird, dann hat man entweder die Möglichkeit, zu kapitulieren oder nicht. Der andere Weg endet meistens eigentlich in einem frühen Tod. Mhm. Oder man sagt zu sich selber, ich kapituliere und fange jetzt einfach mal an, auch mich selbst gern zu haben. Das ist ein schmerzvoller, alleiniger, nicht einfacher Weg. Hinten raus wird man aber glücklicher und kommt man mehr zu sich. Und das ist auch, weißt, wahre Liebe ist auch schon etwas an dem Satz. Also wahre Liebe geht erst, wenn man sich selber auch mal gern hat. Zuerst. Ich hätte also einen gesunden Narzissmus, gesunder mit Betonung. Ne? Dass man zu sich selber kann stehen und in den Spiegel schauen, am Abend nackt. Du sagst immer so schön, sich selber zu umarmen. Oder? Ja, sich selber zu umarmen. Wenn man dann vor dem Spiegel steht, das fängt bei mir jetzt so langsam an. Am Ende des Tages, wenn alles Türen zu, man ist allein und steht vor dem Spiegel und so 10 Putzen nach dem 10 Putzen schaut man sich an und sagt, doch, das ist eigentlich ganz okay, wie du bist, Hauptmann. Es gibt noch viel zu schaffen, musst noch viel zu machen, aber immerhin hast du es angefangen und schaust dahinter, da ist einiges schiefgegangen, aber ich kann es jetzt besser machen. Also, ist einfach auch wichtig, so à la Shakespeare zu sich selber ehrlich sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Shakespeare sagt in Hamlet, above all, be thyself own come true. Also über allem, sei dir selber treu. Und ein anderer wichtiger Satz, der so mich die letzten 4 Jahre so ein Grundsatz von mir geworden ist, Prinzipien über Persönlichkeit. Principles above personalities. So, dass man nach Prinzipien lebt. Und du musst jetzt so schnell sagen, nach welchen lebst du denn zum Abschluss? Also ich lese jeden Abend im Rudyard Kipling. Der hat Dschungelbuch geschrieben. Und im Rudyard Kipling hat er mal ein Gedicht geschrieben, das heißt «If», «Wenn». Das sind so meine Prinzipien. Das kann jeder Zuschauer oder Zuschauerin selber lesen.
oder auch du, ich kann es wärmstens empfehlen. Das ist ein Gedicht, das ist nicht so lang. Mhm. Aber da gehört sicher auch, dass etwas ehrlich zu dir selber sehr stark. Da ist alles drin. Mit drin. Ist alles drin. Ja. Du bist auf einem sehr spannenden Weg. Ich würde gerne lange mit dir weiterschwätzen. Ich bedanke mich sehr für die Offenheit. Ich danke dir für deine tollen Fragen und für dich und für die Sendung. Es hat mich auch doch sehr berührend treffen oder berührendes Interview gesehen. Gleichfalls. Danke. Gleichfalls. Ich habe ein kleines Geschenk zum Schluss. Ein Trussardi-Parfum. Ist wow. Eigentlich, welcher Sinn ist bei dir am ausgeprägtesten? Die Nase, die Augen, die Ohren? Was Gefühl? Die Augen und doch hat die Nase. Ich bin doch ein Geruchsmensch. Was mir noch gefällt, ist Trussardi My Land. Ja. Mein Land. Toll. Das passt zu dir. Du musst so viele Länder in deinem Herzen vereinen. Herzlichen Dank, Claudia. Ich bedanke mich sehr. Danke, vielen Dank. Und sage schon mal Adieu. Wir werden nachher schnell Karten unterschreiben. Und Ihnen sage ich auch Adieu, die Heimat. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Donnerstagabend 20.15 Uhr auf dem Teleclub Prime mit der nächsten persönlichen Sendung. Heben Sie Sorge. Adieu miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.